Siehst du was? So, hallo zusammen. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Na, dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht mit dem Geralt. Triff Rittersporn am Morgen im Rosmarin. Oh, cool. Hallo, mein Hübscher. Trinken wir. Es wird schon Abend. Geh mal weg, du. Der alte Numan hat mir neulich eingeschickt. Sultan? Geralt? Was machst du hier eigentlich? Novigrad ist wohl kein sicherer Ort mehr. Warum bist du noch hier? Ich wollte mein eigenes Geschäft aufmachen, aber daraus wurde nichts. Mein Kredit muss ich jetzt trotzdem abzahlen. Ich würde gerne dem Krieg oder menschlichem Verrat die Schuld geben. Aber die Wahrheit ist, dass ich selber schuld bin. Ich würde lieber nicht drüber reden, Geralt, wenn's dir recht ist. Okay. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Der alte Numan hat mir neulich irre Aussehen. Na, dann wollen wir mal. Den habe ich noch nie was bekommen, außer seinem kleinen Schlaffi. Wenn man nichts zu geben weiß, bekommt man auch nichts. Willst du behaupten, ich bin nicht gut Sie im Geben? Man braucht Talent zum Geben und Charakter. Der hat sich schlafen gelegt. Da schläft auch einer. Finsternis? Überall Finsternis um mich herum. Ja. Okay, dann warte mal ein Weilchen. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett. Und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Was fragt ihr mich? Was fragt ihr mich? Na, die holde Dame kann sich offenbar nicht entscheiden. Und Meister Rittersporn sagt, dass er hin und her gerissen ist zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration. Aber dass er uns Bescheid geben würde, so wie wir eintreffen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also, würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt? Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Yes. Ja, ja. Genau. Sicher kenne ich ihn länger, aber für mich würde er nicht mal die Socken wechseln. Schon gar keine Renovierung mit allen Schikanen in Auftrag geben. Er macht das offensichtlich für dich. Du musst entscheiden. Unsere Leben kreisen jeweils um die Bühne. Und Kabarett ist ja eine Art Theater. Gut, nehmen wir die Theaterdekoration. Ich hoffe sehr, dass ihm das zusagt. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren. Schluss mit dem Nasebohren! An die Arbeit! Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Ein Rationalist?
Das glaube ich auch. Nee, das glaube ich nicht. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein? Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Na, dann suchen wir Rittersporn, ne? Komm. So, Rittersporn, wo bist du? Ach, dieses Wetter. Auf Weg. Die Knie vor dem ewigen Feuer. Hey, Hüpfer. Was muss ich tun, um deinen schönen Tag zu sehen? Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt? Ja. Na, da ist er ja. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal. Was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Ach, du weißt, wo der Zweitschlüssel ist? Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat... Hast du sie oft besucht? Habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Na gut, suchen wir den Schlüssel. Gut, suchen wir den Schlüssel. Nicht hier. Was gefunden? Aber, da ist was, okay. Ja, gefunden. Ah, der Schlüssel. Küsst, beißt morgen rein. Komm. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie! Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwenkt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch. Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel. Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Rubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Jetzt reicht's. Jo.
Ich hab dich höflich aufgefordert. Du wolltest bloß nicht hören. Und ich bin nicht der Typ für zweite Chancen. Halt dich da raus, Mutant! Sonst ist es am Ende noch dein Schädel, der eingeschlagen wird. Meine Herren, bitte! Da, bitte. Ein Wort zu viel. Lass! Mensch, hast du Angst? Du verfluchter Bastard! Los, auf! Tut mir leid, Liebes. Gerard lässt sich manchmal hinreißen. Ach, vielleicht ist es besser so. Bei der Schlägerei hatte ich gar kein Mitleid. Das heißt dann wohl, dass ich mir die Gefühle für Hubio nur eingebildet hatte. Du bist nicht sauer? Nein, dankbar. Ich brauchte wohl einen solchen Schock, um zu merken, dass es mit Hubio und mir nicht funktioniert. Ich würde gern mal was Neues versuchen. Wäre froh, mit eurer Revue anzufangen. Wunderbar. Dann sehen wir uns im Rosmarin und Thymian. Nicht schlecht. Der ist so gut weggesteckt, ne? Ich dachte, sie würde hysterisch werden, einen Wutanfall kriegen. Ich auch. Das zeigt, wie viel wir noch über Frauen lernen müssen. Von denen eine im Rosmarin auf dich wartet. Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler. Der wird was erklären müssen. Rautleck. Wer ist denn Rautleck? Wer ist Rautleck? Nie von ihm gehört? Henry Rautleck, berühmter Porträtmaler. Du hast einen Porträtmaler damit beauftragt, deine Plakate zu malen? Er ist ein alter Freund und er brauchte das Geld. Und ich fand, dass wir neue Plakate brauchen, um für die Eröffnungsvorstellung zu werben. Die Plätze füllen sich nicht von allein, weißt du? Na gut, hol mal die Plakate, ne? Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Na, da gucken wir mal, ne? Nur einen einzigen Pumpen. Ein ganzer Tag verschwendet. Ah, was gibt's denn hier alles da? Sieh dir den Rumtreiber an. Gar keine üble Jacke. Warum erst morgen kaufen, was du vielleicht heute schon kaufst? Du hast doch nur Mist im Schädel. Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Stimmt es, dass Elfen aus Kindern Suppe machen? Na, was gibt's denn hier? Aufträge? Bekanntmachung des Todes von Joachim Schwan. Okay. Maße und Gewichte. Aha. Ein Wort der Zunft der Rüstungsspiele. Okay. Ware nicht befummeln. Befummelte Ware muss vom Fummler gekauft werden. Okay. Ah, der kauft Bücher. Na, das könnte mal interessant sein. So, mehr brauchen wir nicht. Was ist nochmal mit Foltest passiert? So. Geh weg, du. Ah. Hilfe, rette mich. Ich sterbe an Armut. Ich hatte nur einen einzigen Humpen. So. Angeblich spioniert ein Hexer für die Schwarzen. Ich.
Na, kommen wir hier rein? Nein. Wie kommen wir jetzt hier rein? Was gibt's denn hier? Brot, Brot. Ihr Söhnchen handelt mit Pistolen. Wieso kommen wir hier nicht rein? Na also. Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der halben Stadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich brauche nur ein paar Plakate. Nehmt, was ihr wollt. Ich bin nur wegen ein paar Plakaten hier. Bist du taub? Hast mich nicht gehört? Das gehört jetzt alles mir. Verpiss dich, Mutant. Oh, und ich hab gedacht, wir können das friedlich klären. Ach, dann halt nicht. Mund halten und kämpfen. Sag mal. Jetzt geht's aber los, da. Eieiei. Lass das. Oh Mann, ey. Was immer Rautleck dir schuldet, alles in diesem Haus gehört mir. Willst du was zurück? Geh zum Wegelbutanwesen. Da verwettet Rautleck seine letzten Kronen bei den Rennen, schätze ich. Und jetzt verschwindet zum Teufel. Das müssen wir wieder üben. Das war nicht zu uns. Wenn ich groß bin, werde ich Schlachter. Ich sehe ja. Die Stadt wird sich selbst verschwinden. Was soll dieser Mist fahren? Das ist kein Mist, sondern Erfahrung. Oh, geh weg. Wo ist jetzt so deine Wegelbutz jetzt? Wo sind denn die? Das ist verboten. Wo sind die Wegelbutz? Okay, da können wir ja hinreißen. Okay, okay. Alles klar. Die tanzen auf den Galgen. Das geht zu weit. Ich will nicht an der Stelle, wo ein Mist mit anderen Leuten hingerichtet. Ah, genau. Man kann den Tod fürchten oder ihn ins Gesicht lachen. Vollblüter in vollem Tempo. Beim Anwesen der Wegelbutz vor der Stadt. Warum ich? Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? So, mal gucken. So, eine Wegelbutz. So, die sind hier. Abschuss. Na, da gucken wir mal. Gartenpflege. Ne, hier rüber. Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer. Okay. Die reinste Harmonie zwischen Ross und Reiter. Man könnte sie für ein gestandenes Liebespaar halten. Welche Synergien sich da entfalten. Du stehst wohl mit einer ordentlichen Summe in der Kneipe. Aber du knallst doch nicht, oder? Ich habe keine große Wahl mehr. Komm. Bist du Rautleck? Henry Rautleck. Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage.
Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Louverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Sein. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich Delovertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Was machen wir denn? Zahlen wir die Schulden? Oder machen wir das Rennen? Der wird nicht ohne seine Plakate auskommen. Ach komm, wir zahlen die Schulden. Lass mich deine Schuld tilgen. Ohne Bedingungen. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Na gut. Wo ist denn da? Mal gucken. Na? Wart's nur ab. Fado wird mit Novigrad. Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer. Ja, hier ist der Hexer. Götter und Menschen verstummen in Erden. Steht diese Fehlkalopie. So, wo war jetzt hier unten war? Ui, guck mal. Okay. Gehen wir zurück. Okay, hier sind wir. Zurück in Novigrad. Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon vergangen. Heute ist große Eröffnung. Die Krönung des Abends. Eine Vorstellung des berühmten Duos. Meister. Na, was haben wir denn hier? Chameleon heißt es jetzt, okay. Gesagt, es ist ein trauriges, melancholisches Stück. Es bedarf einer Molltonart. Aber ich wollte... Alles verderben. Wir beginnen im E-Moll. Na, Rittersporn. Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Ich liebe es. Vor allem diese Ausstaffierungen an der Wand. Die hat Priscilla ausgesucht. Ich muss schon sagen... Einen tollen Geschmack hast du. Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt. Aber man assoziiert temerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht.
klingt insgesamt einfach besser. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Keine Ursache. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Ja, klar. Warum nicht? So lobe ich mir das.